Die Mitlaute bilden das Herzstück der Stenografie nach der Wiener Urkunde. Wir nennen sie kurz das Stenoalphabet oder Alphabet und werden sie im kommenden Steno-Video separat behandeln. Ebenfalls wird es zu jedem dieser Unterpunkte 1 bis 6 ein separates Steno-Video geben. Bei 2 geht es um die verschiedenen Zeichengrößen, große, mittlere, kleinere Zeichen und so weiter. In Abschnitt 3 geht es um speziell das Zeichen N, in Abschnitt 4 um die Zeichen L und S, im Abschnitt 5 um das T, insbesondere Aufstrich und Abstrich T, im Abschnitt 6 um die Zeichenkombination ST und STR. ST und STR. Die Stenotexte werden dann aufgeschlüsselt. An dieser Stelle brauchen Sie also nur sich merken, es kommt mehr. Oder für die, die lieber mit einem respektvollen Du angeredet werden möchten, es kommt mehr. Ich selber ziehe es auch vor, mit einem respektvollen Du angeredet zu werden, sodass wir alle auf gleicher Augenhöhe sind.